Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Spider-Man Part 86. Aber jetzt aber auch wirklich. Und wir machen jetzt einfach weiter, wo wir aufgehört haben. So, gib mir mal dein Schild hierher. Und gute Nacht. Aha. Hier, leg dich mal hin, Jana. Du kannst liegen bleiben. So. Kannst du mir gleich dein Ding hier, deine Waffe hergeben, Alter? Was soll der Blödsinn gerade? So, gute Nacht jetzt hier. Meine Güte, Alter. Ihr nervt mich jetzt gerade alle hier. Jetzt aber. So. So. Erstmal gucken, wo die ganzen Paranormale hier rumfleuchen hier. Ach, von da hinten kommen noch ein paar angefleucht. Komm mal her. Ah, danke. So, kannst du gleich dein... Ich schwöre, das ist mir hier rum. Zack. Du kannst mir gleich dein Schüttel geben. Schau. Komm hoch und... Okay. Komm her. Kannst du schon liegen lassen? Ah, okay. So, komm mal her, mein Freund. Runter und die hier erstmal. So. Junge, was willst du denn da hinten schon wieder? Dann nochmal das hier, Alter. So. Jetzt ist hier aber Ruhe hier. Endgültig, ey. Meine Güten, Alter, nervt die jetzt, ey. Alles klar für den Putzdienst. Sag den Leuten hier, sie können jetzt in die Bodega. Ja. Schon hart genug, sie muss kein gigantisches Knastgelände werden. Trophäe erhalten, zurück in den Knast. So. Gute Nachricht. Ein Rikers-Ausbrecher sagt, sie bauen keine Stützpunkte mehr auf. Aus welchem Grund das denn? Du. Man könnte sie leicht über die Stützpunkte entdecken. Sie sind in kleineren Gruppen wieder auf der Flucht. Dann dauert das Einlochen zwar etwas länger, aber es ist sicherer. Vor allem für New York. Mhm. Ja, genau. Gut gemacht. Danke. Ah, da drüben hängt da eine. So. Nee, nee, nee. Die heben wir uns auf, die Hauptquest. Die heben wir uns jetzt diesmal auf. Nix da. So. So. Die kriegen auch gar nichts mit, die Trottel. So, ich muss noch ein paar Verbrechensmagen sammeln hier gleich. So, nehmen wir uns die jetzt mit. Und los geht's. So. Ah, warte, das machen wir gleich. Machen wir erstmal kurz den hier hinten. Ich habe gerade gesehen, hier gibt's eine. Wir haben hier einen Anrufer, der vor kurzem bereits seine Zweifel bezüglich Sable geäußert hat. Mal sehen. Hat sich die Lage gebessert? Weniger Leute beschweren sich. Und wissen Sie warum? Weil alle verschwinden, die das tun. Haben Sie all die neuen Sable-Basen in der Stadt gesehen? Angeblich sind das Gefängnislack. Und jetzt hier. Zack, zack, zack. Einfach wunderbar. Okay. So. Komm jetzt her, Alter. Nerv ihn nicht. Und bam. So. Ah!
So. So. Wegen des Teufels Atems versuchen alle verzweifelt, die Stadt zu verlassen. Okay, damit haben wir jetzt das. Okay. 10 habe ich schon mal von den Verbrechermagen. Habe ich jetzt schon mal 10 Stück, das ist gut. Danke, ich will für die Unterstützung, Spider-Man. Kein Problem. Das war verdammt beeindruckend. Geht weiter, Leute, es gibt nichts zu sehen. Weil ich will gucken, dass ich hier jetzt 20 zusammenkriege von den Verbrechermagen. Dass ich hier gleich 20 Stück zusammenkriege. So, und jetzt hoffen die Spidey. So. Nebelzentrale. Brauche eine Meldung zur Lage North of Houston. Gepanzerte Streife unterwegs. Keine Spur vom Hauptziel. So. 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 Nee, ich wirst du auch nicht. Aber sag Silver Sable, dass ich sie als Freundin schätze. Waffensystem runterfahren. So, ihr bleibt da erstmal kleben hier. Was, du schießt auf mich, du Penner. Wenn du es noch einmal wagst, Alter. Und ciao. Oh, 2 Stück. Oh ja, super, perfekt, reicht. Da haben wir jetzt 12. Haben wir jetzt von den 12 Stück. Das ist super. Dann können wir bald mit dem einen gleich den nächsten, wenn wir das dann fertig haben, die nächsten Ding frei machen, wenn noch mal was ist. Dann haben wir nämlich noch mal 20 von denen. Wenn wir dann 20 haben, dann kann man nämlich den nächsten. Oh yeah, ich mache jetzt mal ein paar von den Dingern, weil ich liebe es, die jetzt. Okay. Ausbrecher mit Präzisionsgewehren. Keine gute Kombi. Bam! Ein Hinterhalt? Für mich? Oh, das war doch nicht nötig! Halt still! Es tut nur kurz weh! So, und jetzt sind das. Lauter Takedown. Gegner von Dächern stoßen, okay. Mhm. Abgewimmelt. Muss vorsichtiger sein. Okay. Mal gucken, wo hier Leute sind. Ah, da hinten. Okay. Gute Nacht. So, da haben wir den zweiten lautlosen Takedown. Wer ist dann da drüben noch? So, perfekt. So, dann brauche ich nochmal. Nein! Willkommen zur Flugshow! Ach, Spidey! Okay. So.
So, aber den dritten noch einen brauche ich jetzt. Ich brauche noch einen lautloser Tech-Bomb, dann haben wir sie nämlich. Deswegen mich dazu bringen, dass die mich hier verlieren jetzt wieder, dass ich dann nochmal so ein lautloser Tech-Bomb. Ich sehe mich nicht mehr. Oh yeah, das finde ich super. So. Das finde ich schon mal gut. Perfekt. Da einige Leute gemeine Gerüchte über mich verbreiten, möchte ich das Thema Scorpion hier und jetzt ansprechen. Mhm, mach ruhig, mach ruhig. Ja, ich habe dafür bezahlt, dass er Superkräfte bekam. Wir brauchten unbedingt jemanden, der Spider-Man bezwingt. Ich kann nichts dafür, dass die Behandlung ihn verrückt gemacht hat. Dieser Elite-Wissenschaftler, der so gierig nach meinem Geld war, hat fahrlässig gefuscht. Ja. Niemand glaubt mehr an Persönlichkeit. Ich sehe einen wandelnden Toten! Halt Schuhe aus! So, und hab ich das mal, war's. Den Typ habe ich schon mal vom Dach gestoßen hier, den Typ. So, bisschen was auftanken hier, perfekt. So. 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 Jawohl. Cops und ich waren nie beste Freunde, aber ich sehe sie ungern so unter Beschuss. Das habe ich auch mal ausprobieren wollen. Hat mir jetzt auch mal gut geklappt jetzt. So. So, damit haben wir jetzt. Ja! 14. Noch 6 solche Magen brauche ich, dann habe ich sie. Endlich zusammen. Na, dann muss jetzt hoffentlich noch ein bisschen was geschehen gleich. Dann haben wir es nämlich auch. So. Dann wollen wir wieder rüber. Bisschen neu. Genau, in neuer Meldung. Oh ja, ich find's cool, wenn dann immer neue Meldungen kommen. Warte mal. Luftwurf mit Gegner aus 5 und 10 Schwungtritte. Hm. So. Einheiten beim Union Square. Bin schon unterwegs. So. Sag mal, habt ihr wegen Brandstiftung gesessen? Er bewegt sich schnell! Zeig mir, was du drauf hast! Er wird müde! Okay. Das weh. 3. Heulung wie die Fliegen! Streck dich an! Oh, zurück! Da geh ich nicht wieder rein! So. Und ich mach mal so mit gleich. Bleib gefälligst auf den Beinen! So. Und zack. So tötet man einen Helden. Ein Schlag nach dem anderen. So. Supi. So. Und 8. Tut das weh? Die Stadt war schon lange nicht mehr so verkommen. Eigentlich noch nie. Mhm. So. So.
Scheiße. Ah, natürlich tut's weh, klar. Wenn ich dich verprügel, tut alles weh. So. So. Jetzt hoffe ich aber. Ich hoffe, es tun noch mehr Verbrechen geschehen. So, ein paar Verbrechensmarken. So, natürlich, da unten ist eine Verbrechensmarke. Perfekt. Ja. Stromschlag. Gleichzeitig. Okay, warte mal. Dann nehme ich hierfür jetzt erstmal, warte mal, nein, hier ist den hier, ja. Guck, gibt's da was Neues schon wieder, nee, ist jetzt noch nichts Neues frei. So, jetzt. So. Wenn die so weitermachen, wird noch jemand verletzt. Nee, keiner behandelt meine freundlichen Nachbarn so schlecht. Und ich schaue mich schon raus. Und jetzt das. Jetzt erstmal das hier oben rum. Das nervt doch langsam hier. Das Drecksteil hier. So, jetzt kommen wir hier. Und. Kann ich behalten, Alter, brauche ich nicht. Okay. Komm. Weg mit dir. So. So, gut noch. Und dann gleich das noch wieder zu. Ciao. So. Komm, der Axt ist. Schon immer geahnt, dass dieselbe Jungs Ärger bedeuten. Findet es sonst noch jemand verdächtig, dass dieser Rhino immer Gebäude in dieser Reichsumstraße stoppt und jemand dann für die Sanierung kassiert? Spreche ich von einer Verschwörung? Ja, definitiv! Wenn Sie noch eine Gerichtsverhandlung gesehen haben, wissen Sie, dass Rhino zu dumm für eigene Pläne ist. Wer also steckt dahinter? Also, wer sonst ist denn immer da? Wer kämpft angeblich gegen Rhino, aber führt ihn eigentlich herum wie ein rotes Tuch einen Stier? Und jetzt alle! Spider-Man! Man darf doch nicht einfach... So. Spider-Man, wir haben eine Krisensituation. Das Football-Team hatte ein Auswärtsspiel und kam nie zurück. Man hat nur die leeren Busse gefunden. Team, Fans, Betreuer. Lee hat eine Armee am Start. Gibt es Spuren? Jemand hat den Quarterback Brad Davis erkannt. Hat ein Foto gepostet. Warte, das sieht aus wie der Bogen am Washington Square. Das ist doch neben der ESU. Ah, cool, das ist doch... Warte. Ich weiß, wo das ist. Er zeigt es mir gerade grün an und dort muss ich hin. Warte. Das ist gleich hier neben. Ein Rudel Wölfe. Je länger das dauert, desto eher gibt es Tote. Genau. Dämonen überall um mich. Ja.
Komm her jetzt. Wie viele Spieler sind noch mal im Team? Los, Spidey. Alter, lass ihn in Ruhe, okay? Das ist halt wahr jetzt. Hä? Dann weil ich mal Spidey, komm. Weg. Du musst hier niemanden töten, Freundchen. Glaub mir das. Komm her. Alter, wie viel kommt von denen? Zum ersten Mal wünschte ich, unser Team hätte weniger Fans. Genau. So, warte, dann werde ich kurz mal schnell Anzug. So. So. Jetzt. Du bist ein Monster, wie alle anderen. Komm mal her. Handschuhe aus! Genau. Mach mir die Handschuhe aus. Wunderbar. Und ciao. Oh Gott. Jetzt hau ab. Alter, nerv mich jetzt mal nicht, Alter. Kannst du mal aufhören jetzt? Hartnäckig gewesen wären. Ich keine Ahnung, wie ich die alle loswerden soll gerade. Weil die gehen mir gerade so auf den Piss, die Typen. Boah, jetzt hau endlich ab, Mann. Verdammte Idioten, Alter, ey. So, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis gleich. Euer Naruto 1986. Schreibt mir in die Kommentare. Gebt Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Das wäre nett. Danke.